Salzehammer, perfekt, weiter geht's. So. Hm. Salze, sehr geil. So, dann gehen wir jetzt da rein, schauen wir, was da passiert. Fahren wir jetzt quasi indirekt mit dem Lift, oder wie? Ja. In den Brecher lassen, ja. Brecher lassen wird wohl gespeichert. Sehr schön. So, dann schauen wir da rein. Haben wir da jetzt einen Pfeil? Jawohl, nach rechts rüber. Puh, das ist aber sehr... Oh, da kommt wer. Oh, 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 oh. Ich glaube, die warten schon auf uns. Aber wir sind noch leicht außer Reichweite anscheinend, aber das wird nicht mehr lang so sein. So, da beschießt euch mal gegenseitig. So, nächsten. So, du Sau, das gibt's ja nicht. So, du renn runter und beschießt die anderen, genau. Na gut, der schießt sich wieder selber. So, du schwerer, Junge. Wieder kein Salz. So, Schild aufladen, bitte. Au, verdammt! Die Sau hier! Wieso beschreckt mich nicht so? So, ein bisschen Fähigkeit dessen hier. So. Wie schaut das eigentlich aus? Stirbt ihr, oder? Nein, die halten das aus. Das gibt's ja nicht. Unglaublich. Ja, Gesundheit ist auch ein bisschen runtergegangen. Zahlen wir alles mal ein wieder hier. Puh. Da gibt es einiges zu untersuchen hier. Alles einsammeln, Geld hier ohne Ende, Schreibtisch, Gesundheit, na viel geht da nicht weiter mit dem, was wir da essen. Hier, für die Kasse. Bitte. Hm, Dankeschön. Aber es gibt zumindest einiges zum Einsammeln. So, wieder Geld, Geld. 50%. Wie? 50% von allem, was die Leute verdienen, geht als Steuer an Comstock. Ich glaube, ich sollte auch Prophet werden. Hast du es auf? Sieht genau, Puka. Werde Prophet. Fertig. Gute Idee. Ja, nicht viel drin. 31, naja. 48.
fertig abkassieren alles. Gibt's doch sicher wieder ein Lockpick oder irgendwas. So, noch ein Raum hier unten. Interessant. Was? Elisabeth, was ist interessant? Naja. Komm, jetzt nehmen wir mal alles mit. Ja, ein Lockpick noch einmal. Geld. 4700, unglaublich. Nö. Wollen wir nicht. Ja, hier die Schießeisen, aber das ist scheiße. Hat zwar einen riesen... Dankeschön, riesen Schuss, aber... ewig lang zum Nachladen. Und nochmal Geld hier, sensationell. So, jetzt haben wir das mal runter, grob einmal... Die Fußspuren scheinen zum Tresor zu führen. Da geht's rein, oder wie? Okay. Gut, dann schauen wir nach oben um. Auf jeden Fall. Ich will da alles anschauen. Was ist mit auf der Seite? Da drüben glaube ich eh nichts mehr. Oder was ist da? Nix, okay. Okay, da ist zu. Öffne ihn. Okay. Nur die Ruhe. Alles in Ordnung hier. Alles in Ordnung hier? Ja, okay, da gibt's ja nichts mehr. So, haben wir alles durch. Aua. Automat. Kann man da noch ein bisschen Munition nachkaufen? Dankeschön. Ja, aber alles... Da haben wir alles. So, jetzt geht's weiter. Ja, solange kein Handyman ist, bin ich da eigentlich ganz entspannt halbwegs. Aber wir haben die Handyman-Gatling hier eh noch. Kann man den mit schweben? Nein, ich glaube, das ist nur Schock-Jock. Ja, aber was könnte für den Handyman noch eventuell gut sein? Ladung eher weniger mit dem Hinziehen. Keine Ahnung. Ja gut. Schwer zum sagen. Vögel, die werden ihm auch nicht viel tun wahrscheinlich. Schockjockey macht ihm noch fast am meisten. Feuer eventuell. Feuer, Schockjockey und wegstoßen ist eventuell auch nicht so blöd. Wir haben auf jeden Fall mal hier alle Fähigkeiten. Wegstoßen ist da auch nicht so schlecht, glaube ich. So, da wollten wir noch rein. Auf jeden Fall. Was ist da? Ah, okay, das wäre da theoretisch der Eingang gewesen. Hm? Aber die Gesundheit braucht man noch. Da haben wir eh so Geld, sehr nice. Also wir lesen 22 Lockpicks, da sind wir noch komplett im Soll. Wo geht's denn dahin bitte? Okay. Ja, die hier von der Bank, von der Bibliothek oder Frau was auch immer. Auf dem Briefpapier ist eine Chiffre. Hudsons Schneiderei. Vielleicht ist dort das Codebuch. Findet die Chiffre. Das Schneiderei? Aha. Tja. Wenn wir das finden, gibt es sicher wieder eine Infusion. Schätze ich einmal. Dann werden wir dann am Ding schauen, am Plan auch.
Was sehe ich da hinten? Was sehe ich da hinten? Sehe ich doch eine Fähigkeit, aber muss ja nicht unbedingt was extrem Interessantes sein. Hier ist etwas Geld. Okay, hier. Wahnsinn, da geht es dahin mit Geld hier. Schüler über 2000, das ist ja sensationell. Also das ist mal gut, da geht es mal sehr schnell weiter mit Geld und die nächste Geldtasche. Oder auch nicht. So, Hemd. Bei Nahkampfschaden... Nein, Nahkampfschaden brauche ich nicht. Unbedingt. Ja, ich vergesse eigentlich, man kann ja theoretisch jederzeit, auch wenn man dann kurz im Nahkampf ist, gleich das Hemd umziehen. Das ist so ein bisschen unrealistisch, deswegen mache ich es auch nicht wirklich. Aber theoretisch könnte man das machen. Da man sich bei jeder Situation irgendwie was Neues anzieht. Wenn man auf das Skyline fährt, da eine Skyline-Option nimmt, wenn es funktioniert im Kampf, ich weiß es gar nicht. Aber vielleicht geht es auch gar nicht, ich habe es ja noch gar nicht probiert. Wäre mal einen Versuch wert. Da vorne rennt schon wer. So, wo geht's da wieder hin? Ja, super, da ist dann ein Ding, geht's extra rauf und dann ist leer. So, weiter geht's. Werbung. Bank auf der... Ah, doch, Bank. Nehmen wir doch. Da ist doch einer rübergerannt, oder? Oh, eine Krähe. Wenn uns der nicht in den Rücken fällt. So, da ist mal zu. Aber die Krähe hier mit dem Bronco war, glaube ich, eh nicht so schlecht eigentlich. So, wo ist er? Na, warte mal, dann komm mal her, dann werden wir dich da mal beherrschen. Genau. Und der nächste. Gibt es noch einen, haben sie jetzt alle komplett gegenseitig ausgeschalten. Scharfschütze, Booker! Oh. Da suchen wir dann den Raum. Wo hänge ich denn da erst? Ja, Mr. Scharfschütze, das war's für dich. Aber so fuck ist da die Krähe hin verschwunden. Okay, passt. Gehen wir alles systematisch wieder von hinten nach vorne vor. Aber deck mal die linke Seite da ab. Ja, wieder mal so eine... MG, aber ich bin da mit dem Karabiner eigentlich relativ gut zufrieden. Weil die natürlich ein bisschen mehr auf die Entfernung auch ausgelegt ist. Dann wieder ein bisschen mehr im Nahkampf ist natürlich die MG wieder nicht so schlecht. Aber da geht der Karabiner auch eigentlich. Das ist halt so eine Sache. 2200, so, da liegt auch nochmal ordentlich Geld. Sniper, ja, das ist natürlich seine Waffe. So, warum schaut da rein? Das, da ist nichts. Ja, wahrscheinlich, wenn nichts mehr ist, schaut sie möglicherweise irgendwo hin. Aber da war doch zum Beispiel noch der Schreibtisch, aber okay. Da rennt schon wieder, war das wieder die Krähe? So, gehen wir mal wieder auf Bronco hier. Für die Krähe.
Wo ist er? Gesundheit haben wir. Geld, sehr nice. Ja, man kann natürlich auch komplett straight durchgehen. Hat man auch einen Nachteil, wenn man keinen... Hey, da! Ein Lockpick! Pick, sie schaut darüber. Sie schaut darüber, das wird wohl da irgendwo liegen, oder? Oh, und ein... Neue Hose. Das Fallenlassen einer Waffe erzeugt ein paar Sekunden lang einen geisterhaften Verbündeten. Was? Das Fallenlassen einer Waffe erzeugt ein paar Sekunden lang einen geisterhaften Verbündeten. Vergleichen. Erhöht den Schaden, man kriegt den Treffen auf 15%. Nö, das kann ich nicht bringen. Das Fallenlassen einer Waffe erzeugt ein paar Sekunden lang einen geisterhaften Verbündeten. Das will ich mir jetzt mal anschauen. So, gibt's irgendwo eine Waffe? Ob das gleich so auch funktioniert? Da muss ich aber irgendwo... Da müsste es irgendwo eine Waffe geben. Beziehungsweise, wenn es dann wieder in den Kampf geht jetzt. Oh, ein Riss. Geradeaus, okay. Bank des Propheten. Ah, Waffe, genau. Nö. Wo ist er? Da ist er. Ist das geil? Gar nicht einmal so ohne. Ah, dann nimmt die Waffe, was mir fallen lassen. Das ist natürlich auch nice hier. Mal hier. Ach, schreck mich nicht hier. Aber dazu brauchst du natürlich eine Waffe, auch klar. Dass wir das irgendwie sinnvoll einsetzen. Ja, warum glaube ich, haben wir den Riss hier wieder erzeugen, kommen wieder Gegner, aber egal. Dann gehen wir darüber und testen wir dann gleich einmal unseren... Hier wäre ein Schloss. Na klar. Ja, bitte. Testen wir das gleich einmal aus. Wie viel Damage da unser geistlicher Freund macht. Beziehungsweise wie viel er aushält natürlich. Oh, 156 Böcken. Hm, noch einmal Geld. Ja, das zahlt schon aus, hier das Suchen. Ja, so also wollen sie natürlich auch ein bisschen das Spiel quasi verlängern, aber das ist für mich komplett okay. Weil es auch gut gemacht, also da sind wir gekommen, weil es auch gut gemacht ist, also von dem her. So, da haben wir alles. So, da rechts rein müssen wir dann wegen einem Ding vielleicht, ja. Wo ist die Sau? So, mein Freund! So, wo ist er? Achso, ist er gestorben? Gut, dann machen wir einen Ries auf. Und wenn ich diese Sabotage begehe, alle ihre Patente? Alle, Mr. Fink. Aber warum will der Prophet, dass die zwei... Aus dem gleichen Grund, wieso Lady Comstock starb. Das Kind. Und warum soll ausgerechnet ich es tun? Nur sie können es wie einen Unfall aussehen lassen.
Ich glaube, das ist nicht die wahre Lady Comstock. Ich glaube, sie ist ein Gemisch aus ihrem Wesen und meinen Gefühlen ihr gegenüber. Was meinst du? Ich bin so wütend. Auf sie und meinen Vater. Ich denke, sie ist sie, aber zum Teil auch ich. Ich kapiere das selbst gar nicht so richtig. Ja, ich auch nicht. Auf jeden Fall mehrere. So, komm schon wieder mal. Der Erzengel sagt mir, Columbia überlebt nur so lange, wie jemand von meinem Blut auf dem Thron sitzt. Aber Lady Comstock wird nicht schwanger. Ich habe getan, was ein Mann tun kann. Aber es kommt kein Kind. Hm. Ich habe Lutesse der Sache befragt. Aber selbst sie verweigert mir ihre Hilfe. Aha, ein bisschen unfruchtbar, der Kollege Comstock. Achso, das ist sie noch, was da auch herumschreit, quasi. So, das wird mal erledigt. Wo müssen wir hin? Okay, da nach hinten. Ist da irgendwas aufgegangen, oder wie? Wohin? Ach du Scheiße, aufpassen. Ah, da geht der Tresor auf. Mal sicherheitshalber die Gatling auspacken. Na, warten wir noch. So, können wir den beherrschen? Sehr nice. So, du Freund der Berge, auch gleich. Haben wir noch einen Gegner? Oh. Ja, das kann ja nicht gehen. Ich hab keine... Fuck, fast keine Munition mehr, noch kein... Au, 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 da ist er. Ich hab Munition. Danke. Ah, ich glaube, ich weiß, was da abgeht. Scheiße, Munition leer. Munition! Ich hab's!
Boah, das war aber hardcore. Boah. Puh. Ja, bis wir wissen, dass ich eigentlich sie killen muss. Weil sie tut ja immer die anderen wieder neu respawnen quasi. Ja, das ist okay, jetzt wissen wir das auch. Aber letzten Riss wird es wahrscheinlich noch einmal kommen. Oh, jetzt brauchen wir aber ganz derbe hier mal. Neue Gesundheit. Was auch essentiell wichtig ist, einmal Munition. Ja. Ah, jetzt habe ich die Fähigkeit ja nicht eingeschalten und das mit 50% kritischen Treffer. Uwe, fail, fail, fail. Vom Feinsten fail, 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 fail. Nö. Ah. Naja, entweder kaufen wir es jetzt oder wir nehmen sich doch die MG. Okay, bleiben bei dem. Sehr schön, das haben wir auch. So, alles aufgefüllt. Somit brauchen wir da nicht mehr viel herumtun. Obwohl, war da noch irgendwas? Um alle Kräfte, was? Ja, das ist noch komplett scheiße, was ich da zusammenspiele. Ah, ich hätte sollen hier... Ja, super. Ich bin auch ein Idiot. Bevor ich hier einkaufe, hätte ich sollen hier mal alles einsammeln. Meine Güte. Na ja, gut, war nicht so teuer. Ist ja egal. Da liegen jetzt eh genug herum. Okay, da sind wir ja gekommen. Aber jetzt da drin auch schon. Das ist ja der nächste Raum, oder? Okay. Machen wir weiter. So, weiter geht's. Jetzt tun. Mich wundert, dass ich nicht gestorben bin hier bei der, obwohl ich so gefailt habe eigentlich. Ach, da braucht man das, da muss ja gegen den Geist muss er doch auch irgendwas. Was könnte gegen den Geist funktionieren? Blitz eventuell? Fire, was könnte am meisten Damage machen? Hm. Der Bronco? Keine Ahnung. Oh. Oh, 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 hier hat man soll eine Waffe nehmen. Das zweite. Ja, und einmal Waffe eben wechseln, dass wir da einen Verbündeten haben. Das wäre auch nicht so schlecht gewesen. Hm? Achso, schauen wir einfach, wo wir hin müssen. Zack, und raus. Haben wir jetzt einen Riss oder drei? Mit der ganzen Hektik weiß ich gar nicht mehr. Was ist mal der Auftrag? Für den letzten Riss, genau. Okay, rauf da. Oh, nice, nice, Panzerfaust. Nice, nice, nice. Bitte, Panzerfaust. Elizabeth. Aber klar. Schwerstens genial, dankeschön, das haben wir schon noch abgedatet, das ist natürlich sehr genial. Ah, mein Freund ist auch da. Das muss ich mir jetzt noch merken. Ist das der Riss? Das könnte sein, oder? Elizabeth. Mach doch mal auf, genau. Da war ich noch gar nicht. Salbengeschütz. Also wenn der da jetzt nichts ausspuckt, nichts Gescheites,
zuhauen. Ein Lockpick. Ich hatte das Atom mitten in der Luft festgehalten. Kollegen bezeichneten mein Lutez-Feld als Quantenlevitation. Aber das trifft es nicht. Levitation, das klingt nach Verkehren und faulem Zauber. Mein Atom sank nur einfach nicht nach unten. Wenn man ein Atom unendlich lang in der Luft halten kann, warum dann nicht auch einen Apfel? Und wenn einen Apfel, warum dann nicht eine ganze Stadt? Ja, irgendwie habe ich das schon mal gehört, glaube ich. Ach, Revolver ist auch immer so geil eigentlich hier. Hm. Der hat nicht so viel Schuss. Der macht zwar extrem geil Damage, aber... Ja, für die Entfernung habe ich da nicht wirklich was. Gut, den Raketenwerfer, aber den will ich ja eher für die schweren Gegner aufbehalten.